Herzkammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. Da sind wir wieder. Ja, die Traumtourer wieder im Heimathafen und wir haben uns ganz lange nicht gemeldet und hinter uns liegt eine absolute Traumtour. Wer uns auf Instagram verfolgt hat, hat vielleicht das ein oder andere schon mitbekommen und gesehen. So nette Menschen, also unsere Abonnenten sind echt spitze und das macht so eine Freude, die zu überraschen. Ciao. Ich könnte süchtig werden nach dieser Überraschungstour. Echt. Die Tour, wir hatten uns ja überlegt, als wir losgefahren sind oder als Corona so langsam klar wurde, wir können wieder reisen, wir können wieder mutig sein und können einfach wieder losfahren. Wo geht's denn hin? Und die Frage haben wir beantwortet mit der, mit dem Wunsch, wieder menschliche Begegnungen zu haben. Denn du hast das so letztens so schön gesagt, eine Reise ist besonders reisenswert, wenn man die Menschen trifft. Ne? Also eigentlich sind es die Menschen. Die Menschen machen die Reise besonders, ja. Genau, die Begegnungen, die Menschen. Diese Tour der Begegnungen, so haben wir die genannt, hat uns zu den Orten geführt. Also es war im Prinzip ein bisschen umgekehrt. Die Menschen haben uns dahin geführt, wo wir dann diese traumhaften Sachen erlebt haben. Jede Nacht folgt für gewöhnlich ein Sonnenaufgang unfassbar hell. Es gab insgesamt 4 Länder. Oder? 1, 2, 3 oder 5. Ich muss nochmal auf. Also Deutschland, Italien, Kroatien, Österreich. Das sind 4 Länder. Aber es gab tolle Überraschungen, viele Überraschungen, herzliche Überraschungen. Guten Tag! Wir sind's bloß. Wir sind die Traumtourer. Und wir haben gehört, dass wir mal hier ein kleines Überraschungskonzert geben sollen heute. Susanne! Als YouTuber filmt man immer, ne? Ich hoffe, ich habe eine Genehmigung. Ja, herzlich willkommen. Wir sind gestartet in Meerbusch, hier am Heimathafen. Und die erste Begegnung waren 2 ganz liebe Freunde. Und da hast du dann ein wunderschönes, kleines, spontanes Konzert gemacht. Und das schauen wir uns jetzt an. Warte mal, noch nicht. Wir haben was für euch. Wir starten ja jetzt unsere Tour, unsere Traumtour. Ja, ich hab das schon gehört. Genau. Und wir finden, dass ihr die Ersten sein sollt, die wir überraschen. Und ihr bekommt jetzt ein ganz kleines Mikrokonzert von uns geschenkt. Auf der anderen Seite die Zeit. Braucht eine Ewigkeit. Ich sag jetzt alle im Fernsehen, das wisst ihr. Und wie ging es dann weiter? Was war der erste Schritt, das Besondere? Wie ging es dann weiter? Wie ging es denn dann weiter? Die zweite Station meinst du jetzt? Wer war denn die größte Begegnung überhaupt am Startplatz? Jörg, dein Sohn! Wir haben unseren Sohn gefragt, Schwitz. Hast du nicht Lust, nochmal mit deinen Eltern im Wohnmobil zu touren? Du hast im Moment ein bisschen Zeit und wäre doch schön, wenn wir mal wieder zusammenfahren. Und ehrlich gesagt, als ich das gefragt habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass der Ja sagt. Ich auch nicht. Du auch nicht. Aber nach 2 Tagen, nachdem wir kurz davor waren, ihn in den Flieger wiederzusetzen, hat sich das richtig gut eingespielt. Und der Wunsch war ja Begegnungen. Joshua war die Begegnung und er hat uns zu einem Ort geführt, nämlich unseren ersten Stopp. Und der ging nach Italien, zu unserem Lieblingsplatz, wo wir ja mindestens einmal im Jahr hinfahren müssen. Cervia. Cervia.
Cervia oder Milano Marittima verbindet eigentlich sogar vier Orte, nämlich noch Pinarella und Tagliata. Ich bin seit meiner Kindheit in diesem Ort und einmal im Jahr müssen wir dahin fahren. Und das bereits schon in der dritten Generation. Da war Papa und Mama. Meine Eltern waren schon hier. Genau. Anke Queen. Ja, unter anderem. Früher sind wir immer in das Hotel Franca gegangen. Seitdem wir Camper sind, lieben wir den Campingplatz Adriatico und verbinden das leckere Essen im Hotel Franca mit dem wunderschönen Campingplatz Adriatico. Für uns ist das so eine Art Traditionsfamilien-Sehnsuchtsort und wir haben uns riesig gefreut, Joshua eine Freude zu machen und wir haben es genossen, nochmal als Family in dem Ort zu sein. Was wir lieben, sind vor allen Dingen die Monate, wo noch nicht der komplette Tourismus eingezogen ist, die Strände noch leer, die Bars, die Geschäfte und ein entspanntes Bummeln durch die alten Gassen und Shoppingläden einfach ein pures Vergnügen ist. Nachdem wir also dann eine wunderschöne Zeit in Italien verbracht haben, aber man muss sagen, einmal haben wir ihm auch einen Hotelurlaub kurzfristig geschenkt. Einen Tag. Da hat er sich richtig drüber gefreut und wir uns auch. Hatten wir dann mal kinderfreien Abend. Schatz, kinderfreie Zone. Ein ganz neues Gefühl, ne, wenn man so mit einem Kind unterwegs ist. Aber es war auch mit Joshua eigentlich immer super. Vor allen Dingen hat er sich ja hinterher richtig als Camper entpuppt, Jörg. Der hat hinter die Markise alleine rausgefahren, hat sie wieder reingefahren, wenn er gemerkt hat, es war stürmisch und wir waren nicht da. Aber wir sind doch nicht bei hinterher. Nee, wir sind noch nicht bei hinterher, genau. Denn noch in Italien. Nachdem diese erste Woche vorbei war in Italien, haben wir dann natürlich überlegt, wie geht's denn jetzt weiter? Und ich hatte ja eigentlich gedacht, wir fahren ein bisschen in die italienischen Berge, die ja auch super schön sind im Hinterland. Gerade von der Adria habe ich mir so ein paar Sachen rausgesucht oder vielleicht sogar die Abruzzen. Aber dann kam es ja anders. Wir wussten nicht. Wir sind erst losgefahren, wollten zum Gardasee. Dann haben wir gesagt, Gardasee nein. Dann waren wir hin und her. Und dann habe ich ein Posting gesehen von zwei lieben Menschen. Die waren nämlich in Kroatien. Und habe gedacht, Mensch, die überraschen wir jetzt. Und dann sind wir nach Kroatien gefahren. Aber vorher haben wir einen Stopp gemacht. Da wollte ich immer schon hin. Oh oh. Es war schön. So, ich wollte immer schon mal auf diesen Platz. Und jetzt haben wir spontan uns das überlegt. Warte, ich habe einen Schlüssel. Hier, der Schlüssel zum Glück, Schatz. So, dieser Platz hier, wo wir jetzt stehen, da wollte ich immer einmal schon hinfahren. Denn er ist in der Nähe einer wunderschönen großen Stadt, die wohl am, wie man sieht, am Wasser liegt. Und noch ist das hier alles nebulös. Und wo das ist, vielleicht erkennt jemand schon so ein bisschen, ein kleines bisschen. Dort, wo das Festland das Meer trifft und große Schiffe und Dampfer unmittelbar am Stellplatz vorbeiziehen, das ist Camping Fusina. Nicht nur die Nähe zu Venedig. In 20 Minuten ist man nämlich in der Stadt mit einem Taxiboot, sondern auch die Idylle, die Natur und die frische Luft machen aus diesem Campingplatz einen wahrhaft traumhaften Traumtourplatz. Camping Fusina ist übrigens von einem sehr berühmten venezianischen Architekten gebaut, nämlich Carlo Scarpa, beziehungsweise entworfen. Und wir finden, er ist ein perfektes Ziel für einen Zwischenstopp oder einen kleinen Kurztrip. Denn der Platz selber hat auch einiges zu bieten. Neben einem Restaurant, einer Pizzeria, einer Bar, einem kleinen Minimarkt gibt es auch ein Schwimmbad und ein Fitnesszentrum. Für uns war allerdings das Beeindruckendste wirklich die traumhafte Aussicht auf Venedig, auf die Schiffe, sowohl tagsüber, aber vor allen Dingen auch am Abend. Allerdings vergesst bloß nicht das Mückenspray, denn Lagune, Lagune, Lagune.
Denn sonst habt ihr dieses wunderschöne italienische Souvenir noch viele, viele Tage oder sogar Wochen, so wie ich. Und in Corona-Zeiten ist das ja so mit diesem spontanen Fahren nämlich gar nicht so einfach, denn wir haben ganz vergessen, wir mussten natürlich, bevor wir nach Italien gefahren sind, einen Test machen. Haben wir auch gemacht, kurz vor der Grenze sozusagen, damit wir noch mehr Zeit haben. Der war natürlich abgelaufen und ich habe dann bei dem Campingplatz angerufen und die sagte, nee, ist kein Problem, Sie können den dann hier machen, ist alles gar kein Problem. So, wir sind jetzt unterwegs und jetzt haben wir schon so die erste Verwirrung. Also, wir sind ja nach Italien eingereist, haben in Deutschland einen Test gemacht und es ist ja die Auflage, dass der nicht älter als 48 Stunden sein soll. Und eigentlich wollte den überhaupt keiner sehen. Wir sind eingereist ohne alles. Upsala. Jetzt ist die Frage, wie geht das mit diesem Test? Und jetzt habe ich da angerufen und es gibt da unterschiedliche Meinungen. Und wir werden jetzt einfach mal das Risiko machen und fahren los. Eventuell müssen wir an der Grenze einen Test machen. Das wird spannend. Reisen während Corona macht das nicht so einfach. Stopp, aber keiner da. Ja, und dann kamen wir zur Grenze, ne? Und dann, was passierte dann? Falscher Irrtum. Falscher Irrtum. Wir sind fast verhaftet worden. Der war so böse. Muss man auf jeden Fall so rechts ranfahren und ziemlich lange warten. Mhm. Und dann kam dieser böse Mann. Er hat ja eigentlich nur seinen Job gemacht. Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, und dann war es so, dass wir so ein Formular ausfüllen müssten, dass wir sofort in Quarantäne gehen und uns ganz schnell testen, sonst können wir nicht einreisen. Die Handynummer wurde hinterlegt und wir wurden sozusagen registriert. Und dann haben wir am nächsten Morgen uns testen lassen. Und wir waren natürlich negativ. Aber das Witzigste war, ich schicke dann dieses Ergebnis dahin und dann kam eine SMS, wir brauchen das nicht mehr. Die Tests sind aufgehoben. Aber so ist das halt manchmal im Leben. Aber wir haben uns ja dann wenigstens auch sicher gefühlt. Das war ja alles super. Safety first. Ja, und in Kroatien, also das war auf dem Campingplatz Polari, war natürlich es noch recht ruhig. Das war ein großes Glück. Wir hatten ja das... Ja, ein mega Geschenk von den beiden bekommen. Die haben uns nämlich, also einer war eingeweiht, nämlich der Frank. Und die haben uns einen mega schönen Platz reserviert. Der war schön, ne? So, angekommen auf unserer Überraschungstour. Und zwar, wer erkennt es? Ja. Ich glaube, das ist noch Istrien. Ich bin gar nicht so ganz sicher, ob es schon Kroatien ist. Auf jeden Fall ein traumhafter Platz. Und wir haben hier jemanden überrascht. Und die haben uns hier so toll empfangen und haben uns einen mega Platz hier reserviert. Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein cooler Platz? Mann, oh Mann, oh Mann. Und wir wurden so herzlich empfangen und die haben sich gefreut und wir haben uns gefreut. Ja, und was dann passierte, das war einfach nur magisch, oder? Es war direkt eine große Gemeinschaft von allen möglichen Leuten, die da international versammelt waren. Ja, international, genau. Mhm. Und das Schöne war für mich, dass genau das, was wir auch beabsichtigen wollten, die Tour der Begegnung, dass so viele Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, auf einmal zusammenkommen und diesen gemeinsamen Miteinander-Moment erleben. Das ist für mich auch das Reisen im Camper und das Zusammensein. Das war super. So, die Vorbereitungen für das wunderschöne, spontane Überraschungskonzert laufen. Da werden wir gleich speisen, hier bei unserer Überraschungsparty. Und hier ist schon so schön eingedeckt, das ist einfach, wir sind richtig, ja, einfach toll. Ja, und dann kam dein Konzert und eigentlich war das ja nur für die beiden bestimmt. Also wir wollten ja nur so ein kleines Konzert für die beiden machen. Und schwuppdiwupp gab es da eine Riesenparty. So, die Gruppe wird immer größer, der Tisch immer länger. So langsam geht gleich die Sonne unter und dann geht's los. Es war unglaublich schön zu sehen, wie alle Mann anpackten, die Tische zusammengestellt haben. Jeder hat irgendwas zu essen gemacht, Salate, Bruschetta, der Grill wurde angeschmissen. Und auf einmal wurden aus fremden Menschen Freunde. Und genau das ist das, was wir so lieben. Irgendwie haben wir doch alle so eine gleiche DNA und die Leidenschaft, mit dem Wohnmobil oder mit dem Camper oder mit dem Dachzelt zu reisen, ist eben eine Leidenschaft, die verbindet. Guck mal hier. So, jetzt werden wir hier ein bisschen aufbauen und dann geht's auch schon gleich los.
Und an diesem Abend war ein ganz besonderer, magischer, wundervoller Himmel mit rosa-roten Wolken. Und das eigentliche Face-to-Face-Konzert wurde dann zu einem kleinen Event für den ein oder anderen Camper, die angehalten haben, sich hingesetzt haben und einfach dazugestoßen sind. Wir waren ein wunderbares Ganzes. Wann haben wir uns verloren? Finden wir wieder zusammen? Öffnen wir Herzen und Ohren. Wir sind wunderbar. Nehmen wir das Wunder wahr. Das Wunder, das jetzt und hier geschieht. Und erinnern wir uns, ein wundervoller Reisemoment ist so entstanden und ich denke nicht nur für uns, sondern auch für die zufälligen Gäste, die sich dann dazugesellt haben und mit denen wir noch bis abends tief in den Abend oder fast schon in die Nacht gefeiert haben, uns ausgetauscht haben. Kerzen kamen dazu und es wurden tolle Gespräche geführt. Und das war für mich und für Jörg auch wieder der Beweis, wie wichtig auch Musik im Leben ist und wie wichtig es ist, auch solche Momente miteinander zu teilen. Musik verbindet und Reisen auch. Und deswegen ist es so wichtig, diese Live-Momente wieder in unser Leben zu holen. Oh, das war so schön. Also wenn ich die Bilder sehe, ich möchte mich sofort, lass uns abbeamen. Wie heißt das? Wie geht das nochmal? Beam me up, Scotty. So. Beam me up, Scotty. Abbiegen oder abbeamen? Beamen! Ich möchte sofort wieder dahin. Das war Genie, so schön. Und nochmal ganz liebe Grüße an die vielen lieben Menschen, die wir da getroffen haben, die auch unseren Kanal sogar abonniert haben. Wir haben so viele Abonnenten auch kennengelernt und alle Abonnenten mega nett und haben uns noch am nächsten Tag beschenkt mit Wein. Und ach, das war für mich echt so ein Moment, der kommt ganz doll in meine Traumtour-Dose, in mein Marmeladenglas voller Erinnerung. Eigentlich wollten wir nur wirklich für das Konzert auf dem Campingplatz Polari bleiben, aber in so einer netten Gesellschaft und wir haben uns wirklich richtig wohl gefühlt, haben wir verlängert. Der Camping Polari ist wirklich riesig und liegt zwischen Portage und Pula. Man sagt, es sind ungefähr 1600 Stellplätze, die hier zur Verfügung stehen. Die Parzellen liegen wahlweise am Ufer, natürlich mit einer traumhaften Aussicht auf das Wasser. Aber auch, es gab Plätze, die schattig waren, eher versteckt, so unter hohen Pinien und sogar mit Rasen. Uns hat vor allem der Bereich sehr gut gefallen, wo wir standen, nämlich am Hundestrand. Hier war es nicht nur ruhiger, sondern ich fand es auch, oder wir fanden es beide auch, viel mediterraner. Hier wehte immer ein laues Lüftchen und irgendwie war man da näher am Meer. So fühlte sich das zumindest an. In jedem Fall sollte man ein Rad dabei haben. Auch das Brötchen holen ist auf dem Platz definitiv viel entspannter mit dem Rad. Das Besondere an dem Platz ist natürlich die Nähe zur traumhaften historischen Stadt Rovinj. Die liegt ungefähr so 3,5 Kilometer entfernt. Man kann sie also auch perfekt mit dem Rad erreichen. Zu Fuß ist das schon ein längerer Marsch, aber auf dem Campingplatz gibt es sogenannte Bootstaxis, die auch die Delfintour machen und damit kann man ganz entspannt und wunderschön in die Stadt einfahren. Ich nehme euch jetzt hier gerade mal mit in einem Live-Moment. Und wir sind hier mit dem Bootstaxi von dem Camping Polari gefahren. Da kann man auch die Delfintour machen, aber wir stoppen jetzt hier in diesem wunderschönen Ort. Und guck mal, für uns wird sogar die Kirchenglocke angemacht. Das ist ja unfassbar. Es ist ein traumhaftes Bild.
Und das, daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Hier haben wir jetzt den wunderschönen Ort, ich sage immer Rovinj, aber es heißt Rovin, glaube ich. Ne? Also das muss man noch lernen. Da gibt es ein oder andere Kreuzfahrtschiff und die Abendsonne ist natürlich wunderschön. Und ich denke mal, heute ist Sonntag. Ne? Das heißt, die Kirchenglocken läuten, aber es ist auch ganz schön was los. Also man sieht hier die Schiffe, der Hafen ist gut besucht. Wie ich hörte, hat hier auch die kroatische Fußballmannschaft in einem Hotel übernachtet. Wir haben auch den Bus von der Mannschaft gesehen, aber leider haben sie ja heute verloren. Wir gehen jetzt essen, besuchen diesen wunderschönen Ort. Und das ist vom Campingplatz Polari aus entweder mit dem Fahrrad, eine wunderschöne Strecke, oder eben jetzt hier mit diesem Bootstaxi. Und das war jetzt hin und zurück. Für drei Personen habe ich jetzt 240 Kuna bezahlt. Ich bin noch nicht so gut in der Umrechnung. Was sind 240 Kuna ungefähr in Euro? 34 Euro, also für drei Personen. Und es ist echt ein Erlebnis. Ja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich und vielleicht melde ich mich gleich nochmal. Viele Grüße. Die historische Hafenstadt Rovin ist wirklich wie eine kleine Zeitreise in die venezianische Epoche und zählt übrigens zu den beliebtesten Hotspots im Urlaubsland Kroatien. Denn sie wird oft auch als Bilderbuchstadt bezeichnet. Das heißt, hier gibt es wirklich so viele tolle Motive, aber eins, das ist ganz besonders wunderschön. Das ist nämlich der fantastische Sonnenuntergang mit dem Blick auf das Meer oben an der Kirche. Da lohnt sich jede Stufe. Und unmittelbar dort befindet sich eine wunderschöne Bar. Dort kann man dann ganz entspannt bei einem leckeren Getränk der Sonne beim Gute-Nacht-Sagen zuschauen. Ja, hallo hier nochmal, die Traumtourer. Wir wollten euch mal teilhaben lassen. Es war ein ganz toller Tipp von der Bruni, da nochmal den Sonnenuntergang zu sehen. Der ist jetzt schon fast vorbei, aber den schicken wir euch jetzt einfach. Es ist wirklich traumhaft. Ja, ohne Worte, ne? Die Natur ist einfach wunderschön. Und diesen Bildern verabschieden wir uns jetzt hier von diesem wunderschönen Ort und auch voller Dankbarkeit. Ja. Kommt gut in die Woche. Wir schicken euch ganz viel positive Energie und Freude. Tschüss. So, jetzt geht's auf eine Insel. Also das ist jetzt nochmal so eine ganz neue Seite von Kroatien, oder? Irre! Eine super gut ausgebaute Straße. Einfach nur herrlich. Einfach nur irre. Einfach nur irre. Jörg strahlt auch schon hier. Da kommt Freude auf. Wahnsinn. Und wohin diese Überraschungstour jetzt geht, das seht ihr beim nächsten Mal.